gehen wir weiter. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Hey du. Willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen A Plague Tale Requiem. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Beim letzten Mal haben wir den Turm entdeckt und die Festung gefunden, zu der wir jetzt hin möchten. Sollten uns ein bisschen beeilen, da ein Sturm aufzieht. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Vielleicht mit der Armbrust? Wir möchten das Ganze dahin. Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht, aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein, erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Wir gehen ein Stückchen hier zurück und vielleicht finden wir ja noch was am Strand. Oder geht man eine Runde baden? Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Ja, welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere
werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Igitt! Danke, Sophia. Gern doch. Okay, weiter geht's nicht. Ganz viele Sachen, die wir nicht so benötigen zurzeit. Ansonsten liegt hier nichts rum. Wir haben ja die Möglichkeit, was zu verbessern. 94. Hätten wir hier Alchemie? Ja. Ach halt, wir sollten das hier machen. Das sollte die Sache erleichtern. Dann brauchen wir das nicht mehr. Sehr schön. Erfolg. Sind die Werkzeuge. Die Werkzeuge egal. Brauchen wir nur noch das andere Material. Oh, seht mal. Da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Na dann. Amicia, das Blut. Oh nein. Eine Leiche. Oh. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Kletter hoch. Alles klar. Hier geht's nicht runter. Hätten vielleicht doch das andere nehmen sollen. Genug gehabt, Kumpel. Ah. Genieß die Freiheit. Noch einer. Psst, leise. Ein Spaziergang wird's nicht. Er ist über uns. Ach, der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen denen echt Disziplin beibringen. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Ist es der gewesen? Nee. Ah, bestimmt ein anderer. Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring Doch, die hier zurück. Verstanden? Die anderen? Lass los! Du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ah, der hat sich doch auf. Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Du warst es. Renn, du Schwein! Ui.
spring mal nicht runter. Ich dachte, es sind nur drei. Amicia? Ja, ich bin hier. Paar mehr. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Verdammt. Was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Oh nein. Sie haben uns gesehen. Mein Zombie. Lass sie nicht entkommen. Was jetzt, Amicia? Was? Ich sehe sie. Alle guten Dinge sind drei. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Die müssen noch irgendwo hier sein. Verdammt. Was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse das. Aber am Ende muss ich immer... Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Hä? Was hat er denn jetzt? Na nichts, er liegt einfach nur da. So. Unten war noch einer. Wir gehen nicht runter, wir gucken aber gerne mal hoch, um die weitere Lage zu erspähen. Kannst du bitte weiterlaufen? Mach das sehr gerne. Dann können wir nämlich hier runter und so weitergehen. Hätten gleich hier lang gekonnt. Wobei wir nicht wissen. Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Ui, dass er uns da nicht gesehen hat. Der ist, geht er wieder in seine Position? Nein, der kommt. Da ist eine Kiste, die lassen wir mal in Ruhe. Thank you.
Da können wir nicht hoch. Wir bleiben am besten mal ruhig stehen und machen so gar nichts. Warten, bis er hier weg ist. Hier drüben! Sie haben uns gesehen! Ich mach mal nichts weiter. Glaub mir, das war jetzt der Anfang. Amicia! Denn... Amicia! Der wäre nur der Anfang gewesen und das hätte alles einen Tick länger gedauert und wäre nerviger geworden. Seht mal! Ich bin gespannt, noch wo sie sind. Kapelle. Nein, eher eine Art Tempel. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Melos Vorhaben jagt mir Angst ein. Wir mischen uns in Dinge ein, die wir nicht beherrschen. Ich weiß, aber wenn das der Preis ist, um den Grafen zu stürzen, dann nur zu. Der Graf weiß nicht, dass sie ihn nicht tun wollen. Er weiß, wie diese Leute denken. Wenn wir reich werden, mehr von denen. Das Melos befördert. Ich bin nicht so sicher. Er will allein das Sagen haben. Wenn er noch mächtiger wird, wird das nicht besser. Stimmt. Ein paar Krümelgold sind aber trotzdem noch Gold. Um was zu verbessern, brauchen wir einen Tick mehr. Wie viele sind da? Sicher viele. Melo ist ein dicker so Fisch. So viele? Dreht euch rum, lauft weg. Jetzt macht der da hinten nicht mit. Könnten überall stecken. So ein bisschen machen die mich fertig mit ihrem Laufer. Zeitverschwendung. Ob der da oben noch mal runterkommt? Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Weiter, weiter, weiter. Das habe ich nicht gehört, dass sie hier... der Tempel sagen wollte, das war schade. Okay, wir müssen da hoch. Wo kommen wir da hoch? Ich sehe, wie wir runterkommen, aber nicht, wie wir hochkommen. Müssen wir jetzt dort hoch? Oder eventuell auch da? Ich hab sie! Hier lang! Nicht gut. Sie kommen! Der war sehr weit, sehr nah dran. Das ist nur der Anfang.
Der muss weg. Der nervt. Die anderen können wir gut umgehen. Aber wann schalten wir ihn aus? Der ist jetzt kein Problem. Wir gehen jetzt hoch. Los, hoch da. Ich gebe mein Bestes. Ah. Kommt ihr jetzt hoch? Der ist ziemlich schnell unterwegs. Die Leiche ist noch warm. Der Mörder ist noch hier. Einmal hier warten. Ah, da können wir auch hoch. Oh, wo ging es da hoch? Fertig. Sie haben uns. Waren eben noch hier. Nein, wir gehen runter. Da! Ich seh sie. Ah. Ihnen nach. Sie kommen. So. Okay. Jetzt noch einer reingerannt. Was brennt da? Was haben wir auf den geschossen? Bleibt, wo ihr seid! Sie haben es gesehen! Da! Ich glaube, jetzt waren alle weg. Das hat dann am Ende doch. Okay, so geht das Ganze natürlich auch. Wie kommen wir hier hoch? Da oben ist eine Kiste, die möchte ich gerne mitnehmen. Ansonsten haben wir jetzt alle Zeit der Welt, denn wir haben... Na komm, auf den kommt es auch nicht drauf an. Guck jetzt her. Wie geht's hier hoch? Komm, hoch mit dir. Aha. Nicht ganz so, wie es gewollt hab. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Ach, da. Das wird laut. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Einmal hier runter. Die Kiste mitnehmen. Und Hemm, kletter hoch. Gut, gut. Sehen, was da drin ist. Halt, das verwenden, das mitnehmen.
gucken einmal ganz kurz, wie viele Werkzeuge wir haben. Wir haben 20, das reicht nicht. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Und hinein. Ja, gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja. Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Oh, sie gibt nicht nach. Ja, wir brauchen was Stärkeres. Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Hoch. Aha. Ah, wir haben hier ein Seil. Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt. Oh, das ist ein Kronleuchter, okay, glaube ich. Gehen wir zurück. Sieht schwer aus. Die Kette wird immer noch stabil. Komm, hoch mit dir. Ja. So, jetzt habe ich was gefunden. Es wird bestimmt lauter. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ist hier vielleicht irgendeine Erinnerung? Halt, dann gucken wir uns erstmal hier oben weiter um, ob es hier noch was gibt. Eine Werkbank, aber die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir könnten unten langlaufen am Wasser. Oder hier oben. Okay, was ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen. Und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht dein blödes Maul! Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Dias darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Okay, zu spät. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Du darfst nicht einfach Leute töten!
töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil... Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Hugo, hör zu! Hugo! Was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Wo ist es? Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bye.